So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Heute geht es um die Mitarbeiterpositionen. Und zwar hat Duox unter meinem Video gepostet, dass er sich ein Mitarbeitervideo wünscht. Dem komme ich natürlich nach und wir gehen das heute einfach mal ein bisschen durch hier. Und ja, gucken, ob es was zu erklären gibt. Ich denke mal, die meisten von euch werden das ja alle schon kennen. Wir gehen es trotzdem einmal durch und ja, genau. So, also, ihr klickt auf Verein, geht auf Mitarbeiter und dann könnt ihr hier alle Abteilungen sehen und jede einzelne Rolle, wo ihr einen Mitarbeiter einstellen könnt, von Co-Trainer bis hin zum Scout. Ja, hier findet ihr die Vertragsverlängerungen auf einen Blick. Wenn ihr denn Mitarbeiter eingestellt habt, könnt ihr die auch direkt dann hier in der Liste auch verlängern oder ihr könnt auch natürlich den einzelnen anklicken und auf Vertragsverlängerung gehen. Dann könnt ihr hier die Mitarbeiter auf Lehrgang schicken. So, dann kommen wir hier zur Suche. Und zwar mache ich das immer so, wenn ich jetzt einen Co-Trainer suche, natürlich Position gebe ich dann Co-Trainer ein. Stärke mache ich meistens bis 99, ja, maximal. Alter lasse ich auch immer so, wie es ist. Talent, ich lasse einfach alles so, wie es ist. Drücke nur hier auf nur beste Position. Ja, dann zeigt er wirklich nur ja, diese Position hier an. So, dann gehe ich hier drauf und dann zeigt er mir hier schon die Mitarbeiter mit der besten Stärke. Ja, also ich mache das wirklich immer so, natürlich will man immer die besten Mitarbeiter in seinem Verein haben, aber ich mache das zum Beispiel immer so, ich nehme ungern Mitarbeiter, die schon so 65 oder so sind, ja. Also ich möchte schon auch ein eher junges Trainerteam haben, ja, oder Mitarbeiterteam, sage ich jetzt mal, so 52, das ist noch vollkommen okay, oder sagen wir mal so bis 60, nehme ich die Mitarbeiter quasi immer. Alles, was über 60 ist, nehme ich ungerne. Da ist mir die Stärke dann eigentlich auch so relativ, ja, egal. Da nehme ich auch gerne mal dann so ein 80er oder auch mal hier so ein 75er oder ein 76er, der dann halt noch nicht so alt ist, ja. Natürlich achte ich auch immer auf das Talent so ein bisschen, ne? Wenn der nur einen Stern hat, dann nehme ich den eher weniger, ja. Natürlich könnt ihr hier auch mal die Länder durchgehen, vielleicht gibt es in Österreich einen besseren als in Deutschland, ja, das bleibt euch überlassen, könnt ihr alle Länder mal durchgehen hier. Ich persönlich finde es immer wichtig, wenn ich bei einem deutschen Verein bin, wie Bayern München jetzt zum Beispiel, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man deutsche Mitarbeiter hat oder halt auch aus Österreich oder der Schweiz, ne? Aber wenn da jetzt keine guten Mitarbeiter dabei sind, dann gehe ich auch mal hier nach Italien oder so, ne? Das ist ja auch kein Thema, ne? Genau, ja, zu der Stärke brauche ich eigentlich auch nicht viel sagen. Also am besten ist natürlich immer, man nimmt die Mitarbeiter mit der besten Stärke, ist klar, ne? Da braucht man eigentlich auch nicht viel zu erwähnen, ja. Genau. Das war es ja auch eigentlich schon. Dann könnt ihr hier halt die Positionen ändern, ne? Management, Scouts, Werbung, medizinische Abteilung. Nur realistische Transfers, zum Beispiel wenn ihr bei einem kleinen Verein seid, dann könnt ihr hier auch nur realistische Transfers anzeigen. Könnt ihr den Haken setzen, dann kriegt ihr wirklich nur die Mitarbeiter auch die dann auch zu euch wechseln. Das ist genau wie bei Transfers. Da könnt ihr ja auch nur realistische Transfers anzeigen, anklicken. Genau, das ist noch so. Dann braucht ihr vielleicht auch nicht die ganze Zeit suchen und 20 verschiedene Mitarbeiter anklicken, die dann eigentlich gar nicht zu euch wollen. Ja, da habt ihr die bessere Übersicht, ne? So, das dazu. Dann Aufgaben übertragen. Sollte ich auch einmal durchgehen. Ja. Co-Trainer stellt automatisch auf, besetzt die Bank, legt Einsatz und Taktik fest, weist Aufgaben zu, wechselt im Spiel aus, ändert Einsatz und Taktik, erstellt den Trainingsplan, legt die Trainingsziele fest und legt die Trainingsgruppen fest und verschiebt die Spieler zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ich mache das immer so,
Eigentlich mache ich hier komplett alles selbst. Also ich stelle auf, ich besetze die Bank, ich mache die Taktik und das mache ich ja alles selber. Aufgaben mache ich auch selbst. Ich wechsle, ja gut, wechsle im Spiel aus. Das variiere ich eigentlich immer, gerade wie ich Bock habe. Das mache ich aber im Spiel einfach. Ändert Einsatz und Taktik mache ich auch selbst. Trainingsplan mache ich überhaupt gar nicht selber. Das gebe ich immer an den Co-Trainer ab. Trainingsziele jedoch mache ich immer selber bei jedem einzelnen Spieler in der ersten Mannschaft und in der zweiten Mannschaft und mittlerweile mache ich das auch in der Jugend, dass ich da die Trainingsziele festlege. Ja, weil man einfach selber dadurch sieht, wie sich die Spieler entwickeln. Genau, also das finde ich sehr wichtig, habe ich auch in den anderen Videos auch schon mal erwähnt. Genau, Trainingsgruppen überlasse ich auch dem Co-Trainer. Und erste und zweite Mannschaft verschieben mache ich natürlich auch selbst. Ja, Jugendspieler verpflichten mache ich meistens natürlich auch selber. Denn sonst, wenn man den Co-Trainer das machen lässt, ja, verpflichtet er irgendwelche Spieler, die man eigentlich gar nicht haben möchte oder wie auch immer halt, ne? Jugendmannschaften stelle ich auch mal selbst auf, genau wie meine Reserve auch. Genau das Gleiche lege ich auch Taktik selbst fest. Meistens mache ich die Taktik ja genau wie in der ersten Mannschaft. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, dass die genau die gleiche Taktik spielen wie ich in der ersten Mannschaft. Ja. Genau, so gehen wir auf Management. Da ich jetzt den Finanzassistenten mal ausgeschaltet habe, ist natürlich jetzt alles hier voll mit meinem Namen. Das mache ich aber eigentlich nie so. Also meistens stelle ich den Finanzassistenten aus, beziehungsweise an. Nicht aus, an. Also ich setze das Häkchen bei Finanzassistent. Dann braucht man das hier gar nicht einstellen. Ja. Also das hier zum Beispiel mache ich komplett immer alles weg. Das übernimmt immer der Assistent sozusagen. Ja. Mitarbeiter einstellen mache ich selber. Mitarbeiterverträge verlängern tue ich auch selbst. Und Stadioninfrastruktur mache ich manchmal selber. Aber auch nicht immer. Also da muss man auch Bock zu haben. Habe ich nicht immer Bock zu, deswegen mache ich es nicht immer selber. Aber könnt ihr für euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. Ne? Genau. So, Management Sportdirektor. Testspiele mache ich auch, vereinbare ich auch selber alles. In der Vorbereitung mache ich das alles schon im Kalender. Trainingslager mache ich auch selbst. Spielerverträge verlängern tue ich natürlich auch selber. Zweite Mannschaft genauso. Definiert Ablöseforderungen, das lasse ich den Assistenten machen. Vorschläge für neue Spieler genauso. Strafen automatisch festlegen kann auch der Assistent machen. Das muss man nicht selbst machen. So, Management Bauleiter, Stadionausbau, ja, gebe ich meistens auch ab. Ja, weiß ich nicht, habe ich bisher noch mich nicht wirklich so mit beschäftigt. Hatte ich auch bisher noch nicht so Lust drauf. Also, ich möchte lieber zocken. Ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie da ein Stadion auszubauen oder was weiß ich. Erweitert Umfeld. Kann man selbst machen, muss man nicht. Mache ich auch fast nie. Ne? Internationale Jugendcamps habe ich in ein, zwei Karrieren, oder ja, mehr, ich spiele das ja schon ewig, habe ich schon öfter mal Jugendcamps gebaut. Es macht auch Bock, Jugendcamps zu bauen. Aber ich mache es nicht bei jeder Karriere. Also, ja, könnt ihr auch für euch entscheiden, wie ihr das handhabt. Dann Fanartikel und Fanshops mache ich auch nicht selber, gebe ich auch immer alles ab. Also ich sieht dann quasi so aus, dass ich das hier alles mal abgebe. Genau, so passt das alles. Und Service durch Fanbeauftragten, also Werbung, gebe ich auch ab. Das ist so die Einstellung, die ich eigentlich immer bei mir habe. Ne, dass ihr das einmal gesehen habt. Und ja, da ist das Kapitel Mitarbeiter eigentlich auch schon erledigt. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr einen Vertrag verlängern wollt oder ihr könnt den Mitarbeiter auch entlassen oder ihr könnt auch die Position sogar ändern. Also ihr geht hier neue Positionen wählen und dann, wenn ihr hier zum Beispiel den jetzt auf Pressesprecher zieht, dann geht der Mitarbeiter, der bei Pressesprecher ist, geht dann auf die Position vom Amateurtrainer. Ja, das könnt ihr auch machen. Das bleibt komplett euch überlassen. Mitarbeiterinfo, hier seht ihr alle Positionen und die Stärken. Ja. So könnt ihr halt auch immer variieren, wo ihr den Mitarbeiter einsetzt. Ja, wenn ihr doch mal irgendwie eine Position verschieben wollt, zum Beispiel. Mitarbeiterverträge verlängern könnt ihr hier natürlich. Ja, könnt ihr wählen, ist wie bei Transfers eigentlich genau das Gleiche. Ne?
Genau. Ja, Leute, das war es eigentlich schon. Beziehungsweise hier können wir nochmal auf Lehrgang, ne? Dann seht ihr hier die Lehrgänge für ihre 12 Mitarbeiter kosten 120.000. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Mitarbeiter auf die Lehrgänge schicken möchten? Ja, wollen wir. Ne? Klickt ihr das einfach an und fertig. Genau, das war es eigentlich auch schon für dieses Video. Ich habe, glaube ich, auch schon viel zu lange gequatscht. Ich denke mal, das ist alles überschaulich und überschaulich, sagt man das? ihr wisst, was ich meine. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schwer, das hier alles einzustellen. Und ja, hinterlasst mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns dann beim nächsten Tipps und Tricks Video wieder. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Channel, sagt es weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.